Gott, ist das ein schöner Abend. Patricia? Patricia! Komm, hör jetzt mal auf zu stricken. Hast doch wirklich noch 4 Monate Zeit. Kommt ein bisschen raus. Leider haben wir noch so viel Zeit. Möchtest du noch ein bisschen? Ja, Thomas kann gar nicht mehr abwarten. Genau wie Hauptstadt. Hat schon 2-mal telefoniert, aus New York und aus Boston. Und wenn das Baby immer noch nicht da ist. Ich sag doch, Männer sind viel nervöser als wir. Ich möchte nur mal wissen, ob ich meine Flasche Sekt gewonnen habe. Wir haben nämlich gewettet. Ich sage, es ist ein Mädchen. Ein Junge. Ein Mädchen. Ein Junge, das weiß ich ganz genau. Sie hat sie aber vorsichtshalber nicht festgelegt. Das Jäckchen ist weiß. Ja, vielleicht habt ihr beide recht und es wären Zwillinge. Wie bei Almut. Warum nicht? Aber in der Theatergarderobe möchte ich meine Kinder nicht kriegen. Also bitte erinnere mich nicht daran, ja? Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Almut in der Theatergarderobe bei Schönheits und dann die Kinder kriegen. Ich sag euch, Schönheits hat mehr gelitten als Almut. Was ist eigentlich mit denen los? Ja, das wollte ich dich auch fragen. Neulich wollte ich die beiden zum Essen einladen, aber Almut sagt, sie hätte keine Zeit. Warst du mal wieder bei ihnen? Nein. Das hat aber überhaupt nichts mit Almut zu tun. Nur mit Michael. Der hat mich angeschrien. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt, aber die konnte er nie vertragen. Mutti, das darfst du ihm nicht so übel nehmen. Der ist jetzt mit den Nerven fertig. Macht dir wirklich keinen Spaß, wenn man durch die Prüfung fällt. Das kann man wohl sagen. War auch ein schwerer Schlag für mich. Michael, mein ganzer Stolz. Könntest du nicht mal mit deinem Bruder reden? Mutti, lass mich damit in Ruhe. Vielleicht hat er sich wirklich geirrt. Vielleicht ist er wirklich nicht der geborene Lehrer. Also, jetzt fang du nicht auch noch an, ja? Außerdem, er schafft es ja beim nächsten Mal. Muss sich eben auf sein Studium konzentrieren. Was ist das überhaupt für ein Zustand? Almut hat Examen bestanden. Unterrichtet, verdient. Und der Junge ist noch nicht fertig. Sie geht früh morgens zur Arbeit und er bringt die Kinder in die Krippe. Ist dann in der Mensa. Abends treffen sie sich beim Abendbrot wieder. Das ist doch kein Familienleben. Ist aber doch ganz normal heute, Mutter. Thomas und ich, wir sind eben eine richtige Ausnahme. Die beiden werden es schon schaffen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich, kann ich nur sagen. Aber sie lassen sich ja nicht mal helfen. Ich habe es ihnen wirklich x-mal angeboten. Mir tun wirklich nur die Kleinen leid. Süß sind die beiden. Wachsen in einem Kindergarten auf. Immerhin ist doch eine Großmutter in dieser Familie. Mutti, du übertreibst. Also ich würde mal hingehen an deiner Stelle. Nein, ist vorbei. Da kriegen mich keine 10 Pferde mehr hin. So, wenn der Prophet nicht zum Berge kommt, kommt der Berg zum Propheten. Sag mal, warum hast du diesen Zettel da angemacht? Bitte nicht klopfen und nicht klingeln. Aber die Kinder schlafen. Die schlafen? Sag mal, musst du denn das alles alleine tragen? Schicken das nicht die Geschäfte? Das macht kein Bote. Der kommt ja keinen Kaffee. Gib mir das mal her. So, haben wir gar schon überlegt, wie ich an die Schlüssel rankomme. Lässt du eigentlich die Kinder oft so allein? Ach, die schlafen doch. Geht ja zum Einkaufen. Ja, aber wenn die wach werden und rauskrabbeln, hast du Streichholz oder wenigstens eingeschlossen? Ich sag dir, Kinder in diesem Alter sind unberechenbar. Seht ihr gar nicht da? Oh Gott, die schlafen zusammen. Ja, die krabbeln doch immer zusammen. Oh, ist das süß. Mhm. Sieh mal, Kai lächelt. Oh, die haben wirklich zugenommen in letzter Zeit. Die futtern sich auch ganz schön was zusammen. Ich mache eben schnell was zu essen. Möchtest du eine Tasse Tee mit? Nee, hab ich eigentlich keinen Appetit doch. Immer schon mal anrufen, Mutter. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich hab's dir wirklich oft angeboten. Kannst du doch gar nicht alles allein schaffen. Haushalt, die Kinder und den Beruf. Ach, das schaffe ich schon. Nein, es ist wegen Michael. Wieso wegen Michael? Ich hab den Schreibtisch und die Bücher hier absichtlich nicht staubgewischt. Solange der seine Bücher nicht mehr anfasst, fasse ich den Schreibtisch auch nicht mehr an. Ja, wieso arbeitet er jetzt in der Uni? Auf dem Bau. Warum? Sind doch keine Semesterferien. Michael hat sein Studium hingeschmissen. Das ist nicht möglich. Das ist doch gar nicht möglich. Der Junge kann doch das Studium nicht hinschmeißen, jetzt, wo er fast fertig ist. Michael schon. Ja,
Aber warum? Seine schriftliche Arbeit wieder so schlecht abgeschnitten. Ja, nun glaubt er, dass die ganze Welt gegen ihn ist, besonders sein Professor. Ja, der wird schon seinen Grund haben. Ja, außerdem will er endlich Geld verdienen. Und du weißt doch, hat er den gut bezahlten Job bei dieser Baufirma. Und da hat er jetzt angefangen. Wann ist der Schluss? Um 5. Naja, so lange kann ich nicht bleiben. Ich werde ihn von Dieter aus anrufen. Da bin ich um 5 angemeldet. Bitte noch mal spielen, wir sind fertig. Was? Das ist aber heute schnell gegangen. Wann soll ich denn wiederkommen? Hast du schon einen Termin für mich, bitte? Nein, Mutter. Warum nicht? Und Dieter meinte, er hat dich lange genug gequält. Behandlung ist abgeschlossen. Aber du, das hat überhaupt nicht wehgetan. Ja, gelernt ist gelernt. Verdanke ich alles meiner Mutter, die hat mich nämlich studieren lassen. Apropos, darf ich mal bei dir telefonieren? Ich mach's doch ganz kurz. Lass dir ruhig Zeit. Du bist sowieso unsere letzte Patientin. Ja, wenn du mal nachsehen, ob ich deinen Bruder Michael kriege, müsste er jetzt zu Hause sein. Ich würde mal wissen, was der Junge sich denkt. Hallo, Almut, hier ist Mama. Ist Michael jetzt zu Hause? Na, dann gib mir mal. Ich will ihm mal tüchtig den Kopf waschen. Nein, nein, das ist nicht nötig. Er ist schon nass. Nein, nein, er trocknet sich gerade ab. Er hat sich auf der Baustelle von Wasserrohr gestellt, das geplatzt ist. Almut, ich glaub dir kein Wort. Wo was los ist, ist Michael immer dabei. Nein, lass mal, er soll sich in Ruhe abtrocknen, sonst holt er sich noch was. Ich rede morgen mit ihm. Du, heute kann ich wirklich nicht. Ich gehe doch ins Konzert. Und vorher bin ich noch beim Friseur. Also, gib mir mal die Adresse von der Baustelle, ja? Gut, wiedersehen. Aber Mutter, du siehst doch noch recht hübsch aus mit deinem Haar. Was, mit dem Kopf? Nee, da macht mir der ganze Beethoven keinen Spaß. Ist wirklich jemand hier draußen? Nee. Deswegen bin ich doch beim Friseur angemeldet. Was war denn mit Michael? Angeblich auf der Baustelle nass geworden. Kann ich doch nur lachen. Er ist bestimmt in den Wasserwerfer reingekommen. Ach, Mutti, hör doch auf. Michael hat völlig recht mit seinen Forderungen. So? Und dass er aufgehört hat zu studieren, ja? Findest du das auch richtig? Er fängt bestimmt wieder an. Man muss ihm nur seine Ruhe lassen. Wieso, du weißt das schon? Ach, ihr wisst das alle schon. Ich bin also hier die Letzte, die das erfahren hat. Deine Mutter hat angerufen. Was Besonderes? Sie meldet sich wieder. Ich habe ihr gesagt, was dir passiert ist. Du, das Essen ist in 5 Minuten fertig. Was hat Mutter denn gesagt? Sie hat mir kein Wort geglaubt. Typisch. Sag mal, glaubst du mir etwa auch nicht? Naja, wenn du kein Vertrauen mehr zu mir hast. Ich? Du hast kein Vertrauen mehr zu dir. Sonst hättest du doch die ganze Sache nicht hingeschmissen. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Schrei nicht so, die Kinder wachen auf. Du redest dir etwas ein. Du verwechselst deine eigenen Probleme mit allgemeinen Problemen. Du bist schon genau wie meine Mutter. 23 Jahre hat mich das wahnsinnig gemacht. Jetzt fängst du auch damit an. Ich brauche euch nicht, alle beide nicht. Ich bin kein kleiner Junge mehr. Warum benimmst du dich dann so? Und die Platte kenne ich auch schon. Ich möchte endlich meine Ruhe haben. Spaß im Freien zu arbeiten und gut bezahlt wird auch sogar sehr gut. Aha, und dein Studium? Ja. Mit der Uni bin ich fertig.
so. Dann brauchst du ja keinen Zuschuss mehr von mir, wenn du nicht weiter studierst. Bitte, wird dann auch ohne dein Geld zurechtkommen. Ich hab wirklich nicht zu fassen. 8 Semester umsonst. Im Freien arbeiten. Ich finde, du hast reichlich im Freien gearbeitet im letzten Semester. Bei deinen Demonstrationen. Ach Mutter, davon verstehst doch du nichts. Aber ich glaube, ich verstehe davon mehr, als du denkst. Wenn wir die Gesellschaft nicht dazu zwingen, dass sie sich zu grundlegenden Reformen entschließt, dann haben wir bald den schönsten Bildungsnotstand. Den haben wir sowieso. Wenn die unseren Kindern was in der Schule beibringen sollen, ihr Studium hinschmeißen. Nimm doch dich zum Beispiel, wieder ein Lehrer weniger, wo wir sowieso zu wenig Lehrer haben. Ohne persönliche Leistung kann doch überhaupt keine Gesellschaft funktionieren. Aber bei dir, mein Junge, ist etwas ganz anderes. Du hast nämlich Angst vor der Prüfung. Ich habe keine Angst, aber doch. Ich weiß ganz genau, dass Professor Carsten mich durchfallen lässt. Also einer von den ewig Gestrigen, oder wie euer Fachausdruck heißt, nicht? Womöglich hast du ihm das auch noch mitgeteilt, wie ich dich kenne. Ja, ich habe nur mit ihm diskutiert. Ja, während er seine Vorlesung halten wollte. Mein Gott, nehmt doch endlich ein bisschen Rücksicht auf die Älteren. Dazu müssen wir uns erstmal zuhören. Ja, aber ihr ihnen auch. Weißt du, was das Grundübel unserer Zeit ist? Dass kein Mensch dem anderen zuhört. Das ist es nämlich. Ja, Mutter, ich muss wieder an die Arbeit. Wieso? Michael! 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 Bitte nicht so laut. Ach, warum? Mich kann jeder hören. Ich muss dir sagen, ich verstehe zwar nichts von euren Problemen und deinen Studienreformen, aber du hast eine Verantwortung übernommen, mein Junge. Du hast nämlich eine Frau und Kinder. Darüber würde ich erst mal nachdenken. Ich mische mich nicht in deine Angelegenheiten. So, und jetzt gehe ich. Ist noch was. Hast du nämlich Pause. So, Wiedersehen. Mutter, warte, ich begleite dich runter. Nein, danke. Deine Hilfe brauche ich nicht. Da runter. Na, junge Frau, nicht schwindelfreiwert. Ihnen geht's wohl nicht gut, junge Frau. Hier gehe ich nicht mehr runter. Bis der Lift fertig ist, können Sie leider nicht stehen bleiben. Das dauert nur noch 3 Monate. Aber mich bringen hier keine 10 Pferde runter. Mutter, lass dir doch helfen. Ach, das habe ich alles nur dir zu verdanken. Ich werde Sie mal runterbringen lassen. Was heißt das? Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Genau. Was heißt Bringen das? Sie mal runter. Was soll das heißen? Lassen Sie mich zufrieden, Sie! Ja, Rogalski? Hm? Almut, warte mal einen Moment, ich muss erst mal Licht. Was ist denn, Mädchen? Ist was passiert? Nein, entschuldige, dass ich dich so früh störe. Ich wollte nur wissen, ob Michael bei dir ist. Nein? Ja, eben nicht. Ach, gestern Abend, wie ein ziemlicher Krach. Ach, im Grunde hat es schon vorgestern Abend angefangen. Nein. Ach, Michael hat geschrien. Ja, und ich bin dann eben auch wütend geworden. Dann sagt man eben Dinge, die man sonst nicht gesagt hätte. Nein. Du bist ja zu Hause geblieben. Wir haben gestern... Nein. Gestern ist er zu Hause geblieben, ja. Wir haben doch den ganzen Abend kein Wort miteinander gesprochen. Nein. Gestern Morgen ist er ganz normal weggegangen und abends ist er wütend nach Hause gekommen, hat gepackt und ist gegangen. Nein.
Keine Ahnung. Ach, da habe ich schon angerufen. Ach, ich mache mir aber Vorwürfe. Vielleicht haben wir ihn beide falsch behandelt. Die ganze Zeit. Es ist eben nicht angenehm, wenn man von zwei Frauen abhängig ist. Finanziell. Ach, und überhaupt. Das muss einem doch auf die Nerven gehen, wenn ständig Menschen um einen sind, die nur das Beste wollen. Wenn ich nur wüsste, ob gestern auf der Baustelle irgendwas los war. Was soll auf so einer Baustelle schon los sein? Oh. Aber hör mal, wenn da was passiert, wer hättest du doch längst gehört? Mach dich doch jetzt nicht verrückt und versuch noch ein bisschen zu schlafen, ja, damit du frisch bist morgen für deine Schüler. Almut, komm, reg dich nicht auf. Michael ist bestimmt morgen da. Ich verspreche dir, ich werde ihn finden. Ja? Nimm doch eine Tablette. Gut, also mach das, wie du willst. Nimm es mal nicht übel, ich muss jetzt noch eine Runde schlafen. Gut. Nacht, mein Mädel. Na. Michael, entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich habe gedacht, Sie wären mein Sohn. Verzeihen Sie, Sie haben dieselbe Frisur im Gesicht. Wir Individualisten sehen uns alle ein bisschen ähnlich. Entschuldigen Sie, kennen Sie meinen Sohn Michael Rogalski? Nein. Wissen Sie ja nicht, wo ich ihn finden kann. Ich muss ihn so dringend sprechen. Kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber kommen Sie am besten heute Mittag wieder. Ja? Oder noch besser, fragen Sie die Uschi, die kennt ihr alle. Wieso, wer ist denn Uschi? Die Uschi finden Sie im RC. Im RC? Ja. Ich danke Ihnen vielmals, entschuldigen Sie. Michael Rogalski? Das Rogalski, Rede. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie störe. Kennen Sie zufällig Michael Rogalski? Was? Rogalski trägt genauso ein Bart wie Sie und ist so groß ungefähr. Entschuldigung. Ja, so. Verzeihen Sie bitte. Kennen Sie zufällig... Du, heute Nachmittag ist was los in der Uni. Der Kneiper und Friedrichsen wollen ein Streitgespräch veranstalten. Und ausgerechnet heute habe ich Seminar. Entschuldigung. Oh, sind das Molotow-Cocktails? Nee, abgesagt. Will jemand Verpflegung? Oh. Also nämlich. Entschuldigen Sie bitte, ich meine, verzeihen Sie. Kennen Sie zufällig Michael Rogalski? Das ist nämlich mein Sohn und der ist verschwunden. Rogalski? Ja, trägt nee, so einen Bart. Nie gehört. Der gehört doch nicht zu unserer Gruppe. Entschuldigen Sie. Bitte. Was? Ja. Muss ich in der Universität fragen? Herr Rhein. Entschuldigen Sie, Herr Professor. Carsten, ja? Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich stehe sofort zu Ihrer Verfügung. Vielen Dank. Sehr liebenswürdig von Ihnen, Professor. Entschuldigen Sie bitte, aber kennen wir uns nicht? Ach, ja. Ich kann mich im Augenblick... Wohnten Sie nicht in der Seiboldstraße? Stimmt, damals gleich nach dem Krieg. Ja. In dem alten Haus. Sie hatten das Lederwarengeschäft vor... Ich habe mich die Tasche gesehen. Und... Entschuldigen Sie, aber ich habe Sie wirklich nicht wiedererkannt. Na ja, aber es ist ja auch ein bisschen lange her. Wollen Sie sich nicht setzen? Vielen Dank.
Sie hatten damals so einen süßen kleinen Jungen. Ja. Dieser süße kleine Junge ist heute Vorsitzender in einem Studentenverband. Was, Ihre auch? Ach, richtig, ja. Sie hatten ja auch Söhne, Frau... Rogalski. Rogalski? Sie sind also die Mutter von... Von Michael. Ja, stimmt. Deswegen bin ich nämlich hier, Herr Professor. Ich muss Sie wirklich sehr um Entschuldigung bitten, ja, aber ich wusste mir einfach keinen Rat mehr. Ich weiß nämlich gar nicht, was in meinen Jungen gefahren ist. Also zuerst wollte er das Studium hinschmeißen und jetzt ist er plötzlich verschwunden. Nicht mal seine Frau weiß mehr, wo er ist. Das kann ich Ihnen sagen. Er sitzt hier nebenan. Nebenan? Mein Sohn sitzt bei Ihnen nebenan? Ja, um Gottes Willen, was macht er da? Er büffelt. Heute früh kam er an und will es nochmal versuchen. Ein typischer Fall von Prüfungspsychose. Nein. Doch, doch. Irgendjemand muss ihn bei seiner Ehre gepackt haben. Herr Professor, dieser jemand, der ist jetzt sehr stolz darauf. Das habe ich mir beinahe gedacht. Dann drücken Sie ihm mal die Daumen. Ich nehme ihn nächsten Montag dran. Wäre doch gelacht, wenn so ein begabter Junge das nicht schafft. Sie müssen ihn aber ganz in Ruhe lassen. Ja, aber wo wohnt er? Ich meine, und wer kümmert sich um ihn? Och, da wird er schon irgendwas finden. Machen Sie sich keine Sorgen. Sich keine Sorgen machen? Der Mann hat doch keine Ahnung. Kein Mensch hält das doch aus. Sag mal, ist denn das üblich, dass Prüfungen so lange dauern? Wenn man drinsteckt, dauert es noch viel länger. Die Kinder sind auch schon ganz unruhig. Ist doch ganz klar. Die spüren doch, wie nervös wir sind. Das Schlimmste ist überhaupt, dass man nichts anderes tun kann, als die Daumen drücken. Meine sind auch schon ganz platt. Wenn ich nur wüsste, wo er die ganze Woche gesteckt hat. Du, da kommen schon welche. Du, da ist er. Nein. Michael! Entschuldigen Sie. Was macht ihr denn hier? Woher wusstet ihr denn überhaupt? Deine Mutter hat eben gute Beziehungen. Du sag doch was, sag. Hast du bestanden oder hast du nicht bestanden? Tja, bitte. Michael! Almut? Na? Der Herr Professor meint, es hat gereicht. Oh, Michael! Ich freue mich. Ich bin so froh, dass er so einen wie mich los wird. Ich gratuliere dir. Entschuldigen Sie bitte, ich gratuliere dir auch. Na, Mutter? Darf ich jetzt anfangen, unser Bildungswesen zu reformieren? Allerdings, ganz ohne Demonstrationen geht es nicht. Also von mir aus, entschuldigen Sie bitte, man stört uns ja hier. Von mir aus kannst du machen, was du willst. Das muss jetzt gefeiert werden. So, später. Die Kinder müssen erst was zu essen haben. Nein, ich habe doch schon einen Tisch bestellt. Im Chinesischen. Und Essen ist auch schon bestellt. Aber ich glaube kaum, dass Sie das schon mögen. Nee, ihr geht ja jetzt alleine. Das werden wir überhaupt von jetzt ab öfter machen. Die Kinder übernehme ich. Schließlich haben sie eine Omi, nicht? Und berufstätige Eltern. Und jetzt verschwindet. Sonst fangen die gleich an zu heulen, wenn ich die jetzt übernehme. Mutter, willst du nicht doch mitkommen? Wir bringen die Kinder schnell nach Hause. Nein, ich habe heute sowieso Obsttag. Na, wo seid ihr denn? Komm. Komm.